Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt den Silo King Prestige 22 Kubik an in der Version 1.0. Das Ganze kommt von ARM Team, gibt es neben PC und Mac auch für PlayStation 4 und Xbox One. Findet ihr einmal in der Kategorie Fahrzeuge und dann Tierhaltung. Wir haben das gute Stück Silo King Tarub Prestige 22 Kubik, 175 PS Leistung, 400 Liter Diesel, 38 Liter Blue 40 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit, 32.000 Liter ja, Lade- oder Füllvolumen für 150.000 Euro glattende Anschaffung, 7.650 im Leasing. Ja, so sieht das gute Stück dann hier schon mal in-game aus. Ihr seht keine Config-Blöcke und sonstiges, ist so Standard, wie man es eben kennt. Wir haben hier Silo King Prestige Kverneland Tarub mit dabei stehen. Die Diegels sehen soweit auch alle ganz schnieke aus. Bei der Bereifung haben wir hier Trelleburg-Bereifung, 455, 22,5, wenn ich das hier richtig lese. Mit dabei, auch das alles gut. Wir haben ein paar Warnhinweise, überall hier und da gibt es kleinere Unschärfen. Das ist aber okay. Arbeitslampen hier nach hinten weg haben wir einmal. Da haben wir vorne die Fahrerkabine. Klar, an der Fahrerkabine Fahrtleuchten, Arbeitsleuchten, oben eine Rundumleuchte. Wir haben hier den Arm, ne, vom Silo King. Ich mach den mal kurz hoch, dass wir da ein bisschen was sehen. Ihr seht es hier unten, ne? Klassischer Fall. Kennt man ja soweit. Dementsprechend hier dann Hohlraum. Haben wir hier noch Leuchten. Wir haben hier einen Spiegel. Hier haben wir noch einen Spiegel mit dran. Soweit, so klar. Gegenüberliegende Seite dann mehr oder weniger auch das gleiche in grün. Hier nochmal Silo King. Hier auch nochmal eine Arbeitsleuchte, die so nach hinten wegstrahlt, sodass ihr auch in der Nacht seht, was ihr macht. Dann hier nochmal ein paar Warnhinweise. Dann haben wir hier die Förderbänder. Wir haben einmal rechts einen Auswurf, einmal links einen Auswurf. Hinten im Mac-Bereich dann hier noch 25 km/h Aufkleber, Bremslichter, Blinker und Co. Kennzeichen, das ist ein bisschen leicht verpixelt, ne? Leider Gottes, aber ja, Schmutzlappen hier hinten noch mit dran. Hier noch eine Arbeitslampe nach hinten, hier noch eine Rundumleuchte und wie gesagt, hier allgemein noch die Diegels. Ihr könnt natürlich auch hier oben mit rauf bzw. rein, ne? Hat trotz all dem Kollision, ebenfalls nach links und rechts, ne? Das passt soweit alles. Auch hier der Arm hat komplette Kollision, genauso wie hier die Fahrerkabine. Also, dit ist soweit alles mit drinne. Hier drüben übrigens noch das Förderband für Auswurf links. Der Innenbereich, jo, haben wir Lenkrad mit Silo King Aufdruck. Wir haben links, rechts Spiegel in dem Falle. Wollen wir kurz den Arm hier ganz hoch machen, dass man das so sieht. Die sind soweit alle auch in ihrer Form. Ne, ansonsten hier eine digitale Anzeige über das aktuelle Gewicht, wenn wir hinten was drin haben. Ne, Joystick, Armaturen hier noch teilweise analog und digital, ein bisschen hin und her gemischt halt. Ne? Und das ist es auch schon gewesen. Viel Platz an sich nicht, ne? Sieht man ja auch hier so. Ne? Aber braucht man ja auch unbedingt nicht mehr. Aber Texturen, wie gesagt, bis auf das im Außenbereich hier beim Kennzeichen und so, dass da kleinere Unschärfen mit dabei sind, sieht das alles ganz gut aus. Also wüsste ich nicht, was man dagegen sagen sollte. Hören wir uns mal den Sound an. Jo, das ist soweit ein LS19 Standard Sound, wenn mich nicht alles täuscht. Aber hey, alles goodie, warum nicht? Warum nicht? Passt. Thema Funktionalität, ihr seht, wir haben hier eine Hand am Lenkrad, die andere Hand an den Joystick. Bei den Beinchen müssen wir so ein bisschen gucken, aber ihr seht, die sind soweit animiert. Der Joystick ist soweit auch animiert, wenn ich das Ganze hier so mache. Lenkrad auch, ne? Geht zwar ein bisschen langsam das Ganze, aber der Fahrer ist in dem Falle vollständig mit animiert. Spiegel funktionieren soweit auch. Ne, könnt ihr mit dem Spiegelmod gegebenenfalls noch besser einstellen, wenn ihr es möchtet. Ansonsten, sobald wir einmal hier den Motor anschalten, haben wir dann auch vorne hier die digitale Anzeige mit dabei. Schauen wir uns später gleich noch genauer an. Ansonsten haben wir auch hier vorne, ne, geht einmal, ne, von links nach rechts so ein bisschen. Das war's. KMH-Anzeige könnt ihr da jetzt nicht wirklich ablesen. Aber immerhin, es ist in dem Falle mit animiert. Wenn wir das Ganze uns einmal in der Nacht anschauen, seht ihr, Blinkerabschied hier aktiv. Sieht man jetzt hier vorne leider nichts. Wenn ich separat Licht anschalte, haben wir zwar hier eine Beleuchtung, das liegt aber mehr oder weniger an den Lichtquellen von außen. Ne, wenn man sich das Ganze hier so anschaut, weil das Ganze hier irgendwie ein bisschen abstrahlt, weil eine richtige Lichtquelle findet man jetzt hier nicht. Ne? Wenn ich das Ganze jetzt aber hier mal hoch mache, zack, seht ihr, die Lichtquelle ist ja trotzdem weiter da, aber wo die genau herkommt, aber immerhin eine indirekte Lichtquelle ist mit dabei, was schon mal sehr, sehr hilfreich ist. Ja, wie gesagt, ansonsten werden Blinker hier drinnen nicht angezeigt, sind aber einmal hier vorne und dementsprechend einmal hier hinten mit dabei.
Die Rundumleuchten funktionieren soweit auch ohne Probleme, vorne sowie hinten. Ansonsten gibt es halt normales Fahrtlicht, hinteres Arbeitslicht und dann die vorderen Arbeitsleuchten. Könnt ihr separat mit NumPad 5 und NumPad 6 aktivieren bzw. deaktivieren. Hube ist die Standardhube, die man halt soweit kennt. So, gibt es irgendwelche Spielereien mit Simple IC oder Q? Negativ. Aber das Übliche halt, ne? Linke Maustaste, Arm hoch, runter, ne? Das bisschen aufmachen und zumachen. Soweit ist so klar, das kennt man alles. Mit U könnt ihr die Abgibseite wählen zwischen links und rechts. Ne? Und das ist es dann auch schon gewesen. Bevor wir uns das gleich im Einsatz anschauen, kommen wir noch schnell zur maximalen Geschwindigkeit. Da haben wir 43 km/h. Das ist in Ordnung. Ihr seht, hier hinten lenkt die hintere Achse in dem Falle mit. Das könnt ihr auch nicht umstellen. Na, aber es lenkt im Endeffekt nur hier hinten. Das müsst ihr vielleicht beim Fahren ein bisschen beachten. Das könnte ein bisschen ungewohnt sein, wenn man das so nicht kennt. Aber auch da funktioniert alles und auf die Höchstgeschwindigkeit kommen wir auch ohne Probleme mit rein. Und es hat sogar den Vorteil, dass es nur hinten lenkt. Ne? Somit kommt ihr auch ganz gut um enge Kurven. So, ich habe da hier schon mal was vorbereitet. Ihr seht, 32.000 Liter Mischration fertig angemischt. Das hat soweit auch alles ohne Probleme funktioniert. Wenn ich das Ganze jetzt anmache, haben wir die 32.000 Liter auch da vorne mit drin stehen. Ansonsten wie immer im F1-Menü unten das Mischverhältnis. Alles LS19 Standard in dem Fall. So, fahren wir es einmal hier ran. Beziehungsweise schalten das ganze Ding hier an. Ich bin dann einmal mit I das Ganze hier auskippen. Ihr seht, zack, hebt sich das Förderband so ein bisschen an und schon überlädt ihr das Ganze. Alles Echtzeit hier drinnen, was die Anzeige angeht. Je nachdem, was ihr halt wirklich drin habt, wird er angezeigt. Ja, und somit könnt ihr das Ganze einfach easy peasy überladen, ohne irgendwelche Probleme. Das Ganze funktioniert, wie gesagt, nach auf der rechten Seite. Jo, Lok ist auch sauber. Könnt ihr euch also, was das angeht, auch bedenkenlos mit downloaden. Nun, Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung mit verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssi, Gowski. Tschüss.